Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Game Collector und es gibt mal wieder ein Filmchen, was ich euch gerne vorstellen möchte. Und zwar einen Kultfilm aus den 80er Jahren, den ich zum ersten Mal, ich glaube mit 7 oder mit 8 Jahren gesehen habe. Und zwar Die Goonies, ein Film von Richard Donner mit einem, sagen wir mal, großen Star-Aufgebot, was Produzent, Regisseur und Buchautor betrifft. Richard Donner hat Regie geführt, Superman-Regisseur, Lethal Weapon-Regisseur, sowie Steven Spielberg, der Produzent, und Chris Columbus, der Buchautor, zu Filmen, die er dann selber gemacht hat in den 90ern, Kevin allein zu Hause und natürlich Harry Potter. Das Ganze hier von Nameless veröffentlicht worden, es ist wieder ein Spindeldeal geworden, ein Repack von Warner, das heißt, Mediabook ist von Nameless, die Discs sind von Warner. Leider nur ein Repack, leider nur ein Blu-ray-Repack, weil es gibt ja auch eine 4K-Version von die Goonies, aber leider nicht in Deutsch bei uns in Deutschland. Sehr, sehr schade. Das Covermotiv hier ist übrigens Cover D. Ich hätte Cover A bevorzugt, aber leider war dieses Mediabook bzw. die ganzen Covermotive schon wieder innerhalb von Sekunden bei Nameless vergriffen. Ich habe das Ganze bei JPC oder JPC bestellt, zum allerersten Mal. Hat gut geklappt, ist gut verpackt bei mir angekommen und ist auch pünktlich angekommen. Aber die Auslieferung des Mediabooks hat sich, glaube ich, eben ein bisschen verzögert. Wie gesagt, das Covermotiv hier, das ist auch das, was wir bei der 4K Emery bekommen, wenn man es im Ausland kaufen würde. Aber es ist halt leider keine deutsche Tonspur an Bord. Außer bei der Blu-ray, da schon. Sehr schade. Wer ihn also im 4K genießen möchte, der muss halt leider zum digitalen Kauf greifen. Bei iTunes habe ich ihn mir mal für 3,99 geholt. Das 4K ist übrigens sehr, sehr gut in der Bildqualität. Aber dieses Covermotiv ist hier natürlich auch recht schön. Obwohl natürlich Cover A nochmal um einiges besser ist. Aber gut, egal. Packt man das Ganze mal aus. Wie gesagt, besondere Filme, die lege ich mir in einer Sonderverpackung zu. Andere Filme, da reicht mir die Keepcase-Variante bzw. die Emery. So, also dann, wir haben hier Cover D. So schaut die Front aus. Wir haben hier eine schöne Spotlack-Veredelung. Haben wir hier die Kids abgebildet. Hier der Schriftzug, hier an der Seite auch wieder schön mit Spotlack veredelt, hier auf der Rückseite auch, hier der Wasserfall zum Beispiel, sehr schön. Ich habe jetzt hier die Nummer 102 von 333 Stück. Disc-Informationen haben wir natürlich mit an Bord. Wie gesagt, es ist ein Repack, zum Film selber brauche ich nicht viel sagen. Machen wir das Ganze mal auf, gucken wir uns das Ganze an. Wir haben hier die Blu-ray. Dann haben wir hier wieder einen Übergang, eine Filmszene, das was jetzt hier übergeht. Dann fangen wir mit dem Booklet-Teil an. Seiten sind sehr hochwertig, das ist ja wie immer bei Nameless so. Sean Austin haben wir hier abgebildet, Josh Brolin sind dann zwei gute Hollywood-Schauspieler geworden. Der Kollege hier hat vor kurzem den Oscar bekommen. Hat aber auch in zwei Kultfilmen mitgespielt. Wie gesagt, die Goonies war der zweite Film, wo er mitgespielt hat. Der erste war ja Indiana Jones, Tempel des Todes. Müsste, glaube ich, hier im Booklet schon gar mit drin stehen. Ja, und Josh Brolin ist natürlich dann richtig bekannt geworden. Und Sean Austin natürlich dann durch Herr der Ringe natürlich. Wie gesagt, Seiten sind sehr, sehr dick. Da haben wir hier eine nicht verwendete Szene. Das wäre dieses Krakenmonster gewesen. Das ist bei den nicht verwendeten Szenen mit drin. Schade. Wäre eine coole Szene gewesen, aber haben sie halt irgendwie rausgeschnitten. Dann wird hier die Fortsetzung, die es nie gegeben hat, hier näher beleuchtet. Es hätte eine Fortsetzung kommen sollen, aber ich denke, jetzt brauchen sie keine mehr bringen. Gut, bei einigen Filmen klappt es natürlich. Hat man ja bei Ghostbusters gesehen, dass Fortsetzungen gut werden können, aber hier bei den Goonies, naja, da bin ich etwas skeptisch. Dann haben wir hier die Fratellis, das ist diese italienische Familien-Gangster-Familie, die eben den Kids das Leben schwer macht, die natürlich aus dem Gefängnis ausbrechen. Robert Davi spielt hier ebenfalls mit. Und dann hätten wir hier die DVD.
natürlich auch ein Repack. Schade, dass es halt in Deutschland wirklich keine 4K-Version eben gibt, weil eben die deutsche Tonspur leider fehlt. Das ist schade. Bei Beetlejuice hat es komischerweise auch funktioniert. Warum hat es dann bei den Goonies nicht funktioniert? So, ja, wie gesagt, Verarbeitung natürlich wieder top. Ein richtig geiler Film. Kann ich nur jedem empfehlen. Guckt ihn euch unbedingt an. Wer so auf Indiana Jones mäßig steht, so Abenteuer-Schatzsucher-Filme, der ist bei diesem Film auf jeden Fall goldrichtig. Also schreibt es mal in die Kommentare, wie euch der Film gefällt, wenn ihr ihn schon gesehen habt. Und natürlich das Mediabook, wie es euch gefällt. Und da würde ich sagen, sind wir mit dem Unboxing durch. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, über ein Abo. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und wir hören und sehen uns zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.